Wo fahren wir hin? Zum legalen Waffenhandel? Ja, immer noch. Zum Touristor und legalen Waffenhandel. Ich würde sagen, erstmal zum Waffenhandel, ja, und dann drehen wir rum und fahren zur Todeskurve. Ja. Okay, machen wir. Was kann man alles kaufen so? Wahrscheinlich PDW und so, ne? Das machen auch viele Leute immer Müll, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Da könnte man eigentlich auch gut überfallen. Aber man darf immer nur die Hälfte mitnehmen, ne? Das wisst ihr. Hä? Hälfte? Von den ganzen Sachen meinst du? Aber die Hauptwaffen ja, dürfen wir klauen. Ja, das stimmt. Aber von den Waffen also, dürfen wir immer nur die Hälfte. So, ich schicke jetzt einen Notruf zur Polizei. Oder nee, warte. Dann, mit dir hat er wenig geredet. Schick du mal einen Notruf an die Polizei. Hilfe an der Todeskurve. Hier steht ein Mann mit Waffe. Der kommt nicht. Wir werden nicht rausfahren, weil er alleine ist. Er darf alleine nicht rausfahren. Ja, ich weiß, ich bin selber Kopf. Das ist ja voll geil. Und deswegen wird er nicht zur Todeskurve kommen alleine. Darf man denn überfallen, wenn nur ein Kopf online ist? Ja, ja. Überfallen darf man immer. Er darf alleine, darf er nichts machen. Nee, er weiß, aber überfallen anderen... darf man immer. Ja klar, du darfst überfallen, darfst du, klar. Ja, ja, eben. Aber also, du darfst halt als erstes nicht schießen. Du darfst jetzt nicht aussteigen und ihn in den Kopf wegschießen, deswegen war ich im Knast, darfst du nicht. Nee, das hatte ich auch nicht vor. Hab ich gemacht, ich hab mich auf die Straße gelegt, dann hab gesnipert, hab beide erschossen, Auto leer gemacht. Oh. Oh. Ja, alles super. Ich vertraue in unseren Fahrer. Geübter. Ja, ja, Karl ist ein Profi-Rennfahrer. Passt. Das war auch mehr Glück als verstanden. Ja, eigentlich fährt man rechts noch an dem Wrack da vorbei, aber so geht's anscheinend auch. Ey, Julian, du weißt, dass Bruder, genau. Anwalt eigentlich... Ja, der Tankstelle ist auch mal ganz beliebt. Da kann man auch mal die Leute immer gut anhalten, weil sie immer gleich ins erste tanken, wenn sie aus der Todeskurve kommen. Was hast du gesagt? Ah ja, du weißt, dass Anwalt Supporter heißt. Also das ist der Typ hier ist Supporter auf dem Server. Wobei jetzt ist ich muss gleich mal... Ah ne, der Kupfer ist ja gestoppt worden. Ja. Wie ist das links? Oder ich hol dir vielleicht mal was. Komm mal mit. Okay. Wer ist hier Supporter? Was meinst du? Ja, der meint eben, dass der Anwalt auf der Insel ist. Und ich denke, Anwalt heißt Supporter. Also normalerweise im RP. Achso, du kannst dir aber auch eine Anwaltlizenz kaufen, ne? Ja, aber ich meine, weil er eben meinte, das dürfen die nicht. Die dürfen nicht allein rausfallen. Ich bin rausfahren. Ich bin Anwalt, ich weiß das. Deswegen denke ich, dass er Supporter ist. Achso. Jungs, ich fahre die Karre mal kurz tanken, ja? Der V12 verbraucht ein bisschen was. V12? Okay. Okay. Ah, nice, Alter. Ja, man fühlt sich so voll arm mit nur 43.000 auf der Bank. Der Typ hat gerade eine Waffe im Waffenshop gekauft und dann ist seine MK18 verschwunden gegen eine Wörmin. Echt? Nein, oder? Nein! Frag gerade, wo ist von der MK18 hin? Nein, das war ein schlechter Tausch. Das ist als ob. Die Waffe kostet so scheiße viel. Alter. Jetzt hat er sich eine Esther geholt. Noch eine? Ja. Ey, die Esther gibt's hier aber gar nicht. Doch, der hat die gerade gekauft. Die gibt's nur im Rebellen. Ah ja, da hat er die gerade aus. Als ob. Ja. Ja gut, Alter, was machst du denn? Lauf mir nicht vor mein Auto. Anzeige ist aus. Bist aber schön geflogen, Vogel bist du aber trotzdem nicht. Anzeige ist raus. Polizist hat geschrieben, Anzeige ist angekommen. Ich juck den Polizisten wahrscheinlich Alter. Ich hab grad gehört, du hast deine MK18 verloren. Ja Mann, ich wusste das nicht, dass man die ablegen muss. Ich bin auch erst seit 2 Tagen hier auf dem Server. Generell überhaupt erst im Spiel hier drin. Oh, so scheiße, ey.
Ja, ist jetzt nicht so wild, weil. Bist du eigentlich Anwalt auf der Insel oder hast du dir nur eine Anwaltslizenz erarbeitet? Ich hab meine gekauft. Siehst du? Ah, ich dachte, du bist Anwalt richtig, also sogenannter Supporter auch. Nee, ich hab mir nur eine Lizenz gekauft. Okay. Das ist aber ganz, okay. Kommt immer ganz gut bei den Bullen an. Kann man sich mal gut rausnehmen. Ey! Am Fluss geht's los, da waren hinterher? Ja, natürlich! Los geht's! Los geht's, lieber Feinde. Aber sowas von. Ich call. Den holen wir uns. Ja, call du. Alter, der Tim kommt. Fett. Gib Gas, Junge! Das steht hier. Los. Das steht doch hier. Du findest ihn über. Platten, er ist umgedreht. Halt an, wir überfallen ihn. Ja, wir überfallen ihn. Ist los, ihr platziert euch. Renn du schon mal hin und dann packst Farb. Was soll ich machen? Komm her, fahr zu mir, sammle mich wieder ein. Ihr werdet weg. Komm mal. Warte, die Handbremse ist scheiße. Los. Jawohl, den kriegen wir. Der ist ein Ghillie mit Waffe, ne, den töte ich. Also den Cordy. keine Reaktionszeit, einfach instant niederhauen. What the fuck, als ob der da parkt? Ja, kannst du ihn direkt vorne an den Weg abschneiden. Ja, genau. Halt an. Ich call, ihr platziert euch. Überfall! Hände hoch! Sofort die Hände hochnehmen! Hände hoch! Maske fallen! Alles bitte gut. Maske fallen lassen? Bitte, hä? Was? Ich hab gesagt Hände. Nee, da hab ich nicht ganz gesagt. Ich lang Leute nieder. Shift G. Mit Waffe in der Hand. Shift G. Funktioniert nicht. Shift G, Alter. Funktioniert nicht. Ja, wieso funktioniert das nicht? Ich hab ehrlich gesagt nichts bei, was. Ich kann ihn auch nicht niederschlagen. Also, warte. Du nimmst jetzt, also meine Kollegen gehen jetzt hinter den Ifrit. Ich nehme dir mal kurz die Kommunikationsmittel ab hier. Dankeschön. Ja, meine Kollegen gehen hinter den Ifrit bitte. Einmal hinter den Ifrit gehen. Und zielt irgendwie unten drunter durch oder so. Steigst jetzt in dein Tempest ein, ja? Dann legst du die Waffe ins Auto, steigst wieder aus und lässt den Tempest offen. Aber wir werden dir den Tempest nicht klauen, wenn du kooperativ bist. Wenn du kooperativ bist, hast du bald. Also ich muss sagen, meine Waffe lege ich nicht ins Auto. Warum nicht? Ja, das Shift F ist bewusstes Schlagen. Wenn du den ins Auto legst, dann muss ich dich leider töten. Sorry, sehe ich mich gezwungen dazu. Weil, ich bin Herrscher auf Altes und da muss man meine Befehle befolgen. Du siehst ja, wer auch der mit Waffe in der Hand ist. So, du bist gerade nicht dazu in der Lage, Befehle zu erteilen. Und jetzt nimmst du die Hände runter und tust deine Waffe ins Auto. Ansonsten bist du tot. Okay. Soll ich einsteigen ins Auto oder? Ja, einsteigen. Einsteigen und ins Auto okay. Legen. Und wenn du mit Waffe aussteigst, bist du tot. Sorry. Alles gut. Als ob er das jetzt wirklich macht, das ist voll mies eigentlich, was wir hier gerade abziehen. Ey, ist mir egal. Du bist seit 10 Minuten auf dem Server, Junge. Egal, alles gut. Das Zeichen sieht irgendwie ein bisschen. Sonst bist du tot. Ja, Moment. Du musst jetzt mal reinlegen. Versteck dich in dem Auto, er wird mit Waffe rauskommen, so safe. Wo soll ich dir ins Auto hinlegen? Ins Handschuhfach oder in die. Einfach auf den Sitz, den nehme ich mir dann gleich. Den Sitz legen? Ja, einfach auf den Sitz liegen, auf den Beifahrersitz. Auf den Beifahrersitz, einfach. Das ist voller Kupfer. Jetzt leg sie hin, das dauert nicht so lang. Leg sie hin, oder ihr öffnet das Feuer jetzt gleich. Hast du geschossen? Na, der Kumpel. Eddie? Mach 10, 9, 8, 7. Warte mal. Was sagt er denn? Warte. 5, 4, wir bekommen Besuch. Wir bekommen Besuch, Leute. Sind bewaffnet. Man kann dich ja nicht töten, Digga. Steig ein. Nein, ich töte die. Steig ein. Soll ich einfach mal Feuer auf die eröffnen? Steigt ein, Alter, was ist denn mit euch?
Und er schießt ab! Als ob! War das jetzt RP-technisch richtig? Ja, wir haben Kollegen von dem überfallen. Nein, wir haben voll gegen die Scheiße verstoßen. Alles einpacken und abhauen, wir sind maskiert. Ja gut, Alter. Geh mal zu dem Tempest zurück und schau mal. Der Tempest ist weg. Der Tempest ist weg. Er ist weggefahren. Digga, der Zug ist abgestürzt. Ich habe meinen ersten Frag nach 10 Minuten auf dem Server. Doch, natürlich war das RP. Ich weiß nicht, habt ihr dem Heli vorher gesagt, dass er nicht landen soll? Hast du? Wann hast du dem Heli gesagt, dass er nicht landen soll? Nee, ich hab's ihm nicht gesagt. Achso. Also ja, ich stand sowieso nicht, weil ich stand da hinten rum und am Fahrzeug halt. Ja, aber ja, wir haben einen Kollegen überfallen, auf einmal landet der außerhalb, ne? War halt schon übertrieben komisch so. Egal, ich werde auf den Support gerufen. Nein, Spaß. Ich war bis der Heli abgefuckt. Ach, die Leiche wird eh verbrannt sein. Wir werden nichts mehr looten können. Hier liegt noch einer. Wo? Hier. Ach, der ist da hinten verreckt. Was für einer? Keine Ahnung. Sieht man nicht. Also irgendwas Bewaffnetes halt. Entfernungsmesser. Geil. Eine Spitzhacke. Zwei Handschellen. Drei Hasenfleisch. Sechs Benzinkanister. Am leichten Looten, nee, ne? Ja, war klar. Ein Skalpell. Oh, nice. Ich nehme den Typen jetzt erstmal die Niere raus. Nein, Spaß. Tut mir leid. Wohin denn jetzt? Erstmal weg, würde ich sagen. Okay. Wie kommen die Teebeutel? Mann. Ich würde gerne mal die TSIP wissen. Aber der hat eh kein Video. Nee, warte, ich wäre erst, wenn ich in Support gerufen werde, komme ich. Ich habe ja gefragt, wie er fährt nicht. Was ist los? Kaputt? Nee, ich hab gerade geträumt. Ramm doch den Hini. Ja, ah, wahrscheinlich, nee, Alter. Aber na, wir müssen erstmal weg, weil das haben wir richtig verkackt hier. Wir waren zu offensiv. Ein bisschen, ja. Bisschen. Habt ihr dem Heli-Piloten irgendwas gesagt, dass er nicht landen soll oder so? Wenigstens das? Ich hatte nur an die Luft gesagt, ich hab noch Warnschüsse gegeben. Ah, scheiße. Und dann hat hier Niklas nachher untergeknallt. Du bist auch einer, schieß einfach ich mal. Ich wurde in Support gerufen, Wartmann. Ich komm, warte. Okay, er muss in Support. Wir auch, oder? Was? Nikolas muss in Support. Ja, eine Nachricht gekriegt, oder was? Ja. Hä? Ah, warte, ich bin gemacht. Eiskalt. Ja, ich hab nicht auf die geschossen. Natürlich dumm, dass er jetzt. Im Auto. Ja, ich hatte den Warnschuss gegeben, damit die wieder wegfliegen, weißt du? Ja. Hatte nur die Luft geschossen. Wir wollten sie gerade wegfliegen und dann hat Niklas die runtergeknallt. Ey. Und den LKW, den wir vorhin haben, ich glaube, das war von den Wolfsrudel, das ist auch scheiße. Das ja. Ist er noch hier? Oder ist er weg? Ich weiß es nicht. Nikolas? Niklas? Ich glaube, er ist nicht mehr hier. Ich glaube, den haben sie rausgeholt. Oh oh. Obwohl, da sitzt aber hinten noch ein Fahrzeug drin. Also, man sieht zumindest sein weißes Hemd da. Ja, wir sind ja maskiert, uns können sie ja nicht sehen, weißt du? Ja. Aber er ist ja
Ja, wir in dem Sinne Offensichtlich alles haben gewesen. wir Das sind auch die Bullen. nicht. Sind das die Bullen? Ja, gut. Alles klar. Wir fahren dann mal weiter, ne? Ja, haben uns ja nicht angehalten. Du siehst nicht, nein, nicht wirklich. Kann man nicht so sagen. Ich weiß nicht, kannst du diese Karre hier beim Airfield in die Garage stellen? Ja. Dann fliegen wir mal einen Hubschrauber zurück nach Kavala, Okay. weil das ist auffällig, das Auto. Nicht, dass sie dir das jetzt Ein umgibt, weißt bisschen, du? ne? In die Garage, dann nehmen wir mein Heli, fliegen nach Kavala, nehmen erstmal die Maske ab und dann machen wir mal eine Stunde ungefähr untertauchen. Jo, vielleicht zwischendurch ein bisschen fahren. Obwohl, ich habe auch noch zwei. Ich muss sowieso eigentlich nochmal zum Rebellenlager fliegen, weil ich muss jetzt eine neue Wumme holen.